So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, beziehungsweise eine neue Folge Rage am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag, wieder am Mittwoch. Das muss man sich mal vorstellen. Die ganze Zeit war ja der Raid-Boss-Wechsel immer am Mittwoch, weshalb wir dann Raid am Mittwoch immer auf Donnerstag verschieben mussten. Der nächste Raid-Boss-Wechsel ist aber erst nächste Woche Dienstag. Das heißt, wir können Raid am Mittwoch machen, nämlich heute auch die Raid-Mania heute Abend, heute auch Wrestling heute Abend. Und ich suche immer noch ein 100%iges Ho-Oh. Da werde ich heute noch versuchen, ein paar Raids zu machen, wenn ich es mitkriege, wenn ich eingeladen werde. Ansonsten in der Raid Mania heute Abend oder morgen am Donnerstag dann nochmal Raids für Zuschauer, am Sonntag nochmal Raids für Zuschauer, bis der Kopf platzt, ne, und das 100er endlich da ist. Ihr könnt also heute Abend in der Raid Mania zu Ho-Oh einladen, wenn ihr mit mir befreundet seid. Vielleicht kommt das 100er durch eure Einladung und trägt dann euren Namen. Das wäre auf jeden Fall richtig genial. Wir haben jetzt aber auf jeden Fall, wir haben jetzt nicht auf irgendwelche Fälle, sondern wir haben jetzt aber die Highlights der Woche für euch vorbereitet und am Ende gibt es auch wieder den Schocker der Woche. Angefangen hat die Woche hier beim Miku, der hat ein Bild geschickt, wo rein genau, ihr kennt ja wohin genau und das ist jetzt wo rein genau, das ist dann eher so für die Erwachsenen, jetzt machen wir schnell wieder weg. Der Hafer Expression, sag ich, ist ja, hat hier ein gerade bekommenes Shot 2 Shiny Farbigel bekommen. Habt ihr schon einen Shiny Farbigel? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Benjamin Engel mit dem Shiny Xatu. Dann der Bierschanke hat ein Bild reingeschickt von der LA. Unser Multitasking-Account-Sharing-Beitrag für Raider Mittwoch. Cheaten oder doch einfach nur hochbegabt. Ich hab dann gesagt, oder einfach nur Fettarme, ne? Wo so viel Platz ist, dass man da 30 Handys drauflegen kann. Aber ohne Spaß. Das krieg ich auch noch hin, ne? Mit einem Finger, weil der so groß ist wie LA ist ihr ganzer Arm. Nein, aber lass sie da mal machen, genau. Das Grüße gehen raus. Dann haben wir hier vom Porno Pfirsich ein 100% Regi Drago. Ist das schon Schocker der Woche? Das war jetzt in die Elite Raids. Das konnte nicht jeder fangen, nicht jeder machen, nicht jeder raiden. Es gab eine begrenzte Auswahl. Und da ein 100er mitzunehmen, ist was ganz Besonderes. Ist aber nicht das einzige 100er Regi Drago, deswegen nicht Schocker der Woche. So, Benjamin hat ein Duo mit Ho-Oh gepostet mit seinem eigenen zweiten Account hier. Old School mit Despoda, Katapult, Steinkante, Solarstrahl hatte das Despoda, ach das Ho-Oh meine ich. Hat ein Duo mit Ho-Oh gegen Ho-Oh mit seinem zweiten Account, ach das ist aber... Er hat ein Ho-Oh Duo Raid gemacht. Ho-Oh hatte Solarstrahl und er hat Oldschool eine Despoda Armee mit Katapult Steinkante genommen. 2 Sekunden übrig. Dann haben wir das Ganze gemacht mit mir. Ich weiß gar nicht, ob es da auch Solarstrahl hatte. Da hat es 92 Sekunden über gehabt. Ne? Aber mit dem zweiten Account immer gute Sache, wenn man weiß, dass man es zur Not auch alleine schaffen würde oder sich helfen kann. Blondbart zockt, hat hier noch ein 100er Ho-Oh mitgenommen. 27,59. Wie viele 98er habe ich jetzt von dem Ding? Immer noch kein 100er. ND00007. Gleich noch einen draufgesetzt. Statt dem Hundo ein Schundo Ho-Oh. 100% Shiny Ho-Oh. Aber ist nicht Schocker der Woche, denn ist nicht das einzigste 100%ige Shiny Ho-Oh, was wir hier drin haben. Old Thunder hat sich die Fotobomb heute mal gelohnt, ne? Farbigel 100 mitgenommen. Kaiser Kai, die Ausbeute von der Schwester vom Fang-Event. 2 Shiny Capoeira, ein 100er Capoeira und seine eigene Ausbeute, Capoeira Shiny und zweimal Nocturne Shiny. Dann Kaiser Kai, nochmal hier, Slimer 100, nach dem dritten Raid, Shiny Ho-Oh. Iskala 100 mitgenommen, Genaya aus Sarinas Einladung Shiny Shadrago bekommen. Da ist der Broiler natürlich auch ein 100%iges Ho-Oh mitgenommen. Ich sag dazu nichts mehr. Aquana und dazu auch noch riesig. Guckt mal, wie groß es ist. Aber ihr wisst ja, nur kleine Sachen sind niedlich. Das ist also das hässlichste Aquana, was ich je gesehen habe, weil es so einen großen Wasserkopf hat. Das muss man jetzt, das ist der Frust vom 100er Ho-Oh, glaube ich, der da rauskommt. 100% Wingull, auch noch mitgenommen hier. Ein Elite-Dino. Wenn ihr wisst, warum, dann schreibt es mal in die Kommentare. Shiny Geweiher noch mitgenommen.
Habe es als Fritzelblitz getauscht, direkt entwickelt, Voltenso Glücks 100%, 1137, hat natürlich auch Mega-Entwicklung, könnte man also hochziehen, auch mal auf 50. Der hat zu viel gegessen, Shadrago, größtes, ist einfach fett und groß geworden, auch Shiny hier dabei, noch ein Shiny Natu, noch ein Shiny Ho-Oh, dann Luigi Sarada, 100er Smogon, 100er Wingull, Shiny Ho-Oh, Shiny Ponita, Tiso im Regen zur Arena gehen hat sich ausgezahlt. Ein Shiny Wuffels. Wenn man die Familie noch nicht voll hat, kann man das natürlich auch raiden in Shiny. Ich denke mal aber, das ist auch ein Pokémon, was irgendwann sein Z-Day bekommt, so wie Shinux. Dann ärgert man sich dann. Aber wenn es täglicher Raid Pass geht, immer auch für solche Sachen. Ihr müsst nicht immer nur legendäre raiden. Mac-Mackie hier auch, Shiny Ho-Oh mitgenommen. Pokehunter mit dem Shiny Galaporenta. Pokehunter, Ausbeute hier, 6x Shiny Ho-Oh, Reislaus, Marmolita 100%, Shiny Farbigel, Shiny Kryptomagnetilo, Shiny Slimer, Natu Farbigel und natürlich, was darf nicht fehlen, 100% Ho-Oh, weil es hat ja einfach jeder eins, ne? Markus, der erste, Krabi, der zweite, Krabi, der dritte, was ist denn da los? Der vierte, Moment mal, das ist ja Farbigel. Sehr, sehr witzig. Noch ein 100er Mobile reingeschmuggelt und... Hä? Noch eins. Ach nee, das ist ja auch Farbigel und kein Krabbi. So, wo sind die Krabbis? Alexander Ahringer, Daniel Schilling gefunden. Endlich Daniel Schilling gefunden. Der verfolgt ihn wieder mal. Tobi Twitter. In den letzten 4 Tagen hat er diese 100%igen Pokémon bekommen. Hannover muss wohl richtig gut abgehen. 200%ige Ho-Oh, da ist für mich der Ofen aus. Das könnte niemals Schocker der Woche werden, sondern Abkotzung des Monats, ne? Bei mir. Aber hier auch 100er Lavita dabei, 100er Potro, 200%ige Krypto. Das ist eigentlich fett. Und dann auch noch Regidrago. Und deswegen wurde das Regidrago vorhin die Schocker der Woche, weil hier ist ja noch mehr Fett dran. Weil auch noch 2 Ho-Oh dabei sind und auch noch 2. Aber der Tobi, der ist so verwöhnt in seinem Twitter da, den dürfen wir nicht den Schocker der Woche geben. Und es, die Ho-Oh machen mich so wütend, dass ich schnell weitermache. Trotzdem fett. Robert, ein 100er fürs nächste Mittwochsvideo. Ein 100% Shiny Relikant. Das ist auch eigentlich so Schocker der Woche mäßig, weil das ist ja jetzt ein besonderes Pokémon, was es nur begrenzt gefühlt gab. Nicht jeder das bekommen hat, es noch mega selten ist, dass da einer erstmal überhaupt eins abgibt und wegtauscht. Musst du erstmal machen, das ist ein Tausch, den machst du einmal im Jahr vielleicht. Nicht wie bei Ho-Oh, wo du jeden Tag ein Ho-Oh tauscht, bis ein 100er da ist. Das muss was Besonderes sein und dann ein 100er Schundo, Schlundobundo rauszuziehen, ist auf jeden Fall krass. Aber an sich ist das Pokémon nutzlos, deswegen ist das für mich auch nicht Schocker der Woche, denn ich habe sowas auch noch, nur mit einem anderen Pokémon, was aber nützlicher ist und deswegen, ja. Nochmal Robert hier auch, den kannst du auch mitnehmen, 100er Ho-Oh noch mitgenommen, Tobias R. 100er Geweiher, 3x Shiny Ho-Oh, Shiny Burmi, Shiny Wingull, Shiny Smogmog, Shiny Hippopotas, Shiny Smogon, Shiny Pilippa, 100er Flapterix, geile Ausbeute, schreibt er hier. Pizzabode Zeus, ich weiß nicht, wieso deine Bilder so dunkel sind da drauf. Meditalis, Slimog, 3x Capoeira, Simsala, Trogetix, Smogon, hier was für Raid am Donnerstag. Und für den frechen Satz, Raid am Donnerstag, machen wir schnell weiter. Danke für das zweite, Shiny Ho-Oh hier noch dabei, Timo hier mit dem 100% Knirrfisch auf Level 50 gepusht. Warum auch immer, hat mir ein super Bild geschickt und eine Memo gemacht haben. Sie hat sich einen neuen Fernseher geholt, hat dann gleich Raid Mania drauf laufen lassen und hat dazu einen McPlant gegessen. Also da gehen wir doch Hand in Hand, sage ich mal, dazu. Grüße gehen raus an den Timo. Dann Aluhut, Shiny Farbigel, Aluhut, Shiny Farbigel, Aluhut, Natu, Aluhut, 100er Farbigel in Glücks, Reike, Shiny Ho-Oh, Marco FedEx, Shiny Farbigel, Andy Vorbeck, ja ich weiß, ihr habt den alle mehrfach als 100er, ich aber bis jetzt noch nicht, endlich. Glückwunsch auch dazu, würde ich natürlich zu einem Mega Garados 100% Level 50 entwickeln, den kleinen Racker. Mein zweites 100% Purmel, dies ist die Prunkversion, mein erstes 100er Purmel ist die Kontinentalversion. Ich habe gestern vergessen Geschenke zu machen,
Weil der HO-Stream so lang ging und ich dann noch Arenen machen musste. Guck aber auch immer, dass ich trotzdem immer mal noch einen Pummel abhole. Ich habe auch einen 100er, aber noch ein zweites 100er und eigentlich noch ein drittes 100er für eine Familie. Oder für alles ist immer gut, ne? Selal, erlöst das 100er Bullpix. Selal, shiny Farbigel. Selal, Bullpix, 100. Selal, Hippopotas, 100. Hannes, shiny Lambi, shiny Slimer, shiny Quaff Quaff, shiny Toxipet. Heiko, und jetzt halt mich fest. Es ist hier drin, das heißt, es ist nicht am Ende Schocker der Woche. Aber Real Talk, eigentlich müsste das Schocker der Woche sein. Ich habe es noch nie so ernst gemeint wie jetzt. Das müsste eigentlich Schocker der Woche sein, denn du kannst es nicht gezielt brüten. Du musst Glück haben, dass da überhaupt ein Baby drin ist. Dann musst du Glück haben, dass das Baby überhaupt shiny sein kann. Also shiny ist. Und dann musst du Glück haben noch mit den IV. Da müssen so viele Faktoren zusammenkommen, dass das eigentlich so brutal ist. Ein 100% shiny Fluffeluff aus dem Ei gebrütet. Das hat so gut wie keiner. Ist jetzt nicht das krasseste, nützlichste Pokémon an sich, aber diese Variable mit shiny und 100 und nur aus einem Ei und nicht wild und keine Ahnung, ist auf jeden Fall krass und mega brutal. Finde ich heftiger als ein 100% shiny Ho-Oh aus dem Raid, weil du kannst ja gezielt das Ho-Oh raiden und jedes Ho-Oh im Raid ist ein Ho-Oh. Nicht jedes Ei, was du brütest, ist ein Fluffeluff. Und da diese Kombination mit shiny und 100 ist so brutal, das ist der wahre Schocker der Woche. Trotzdem habe ich was anderes gezeigt. Warum werdet ihr dann sehen? Aber fettes, großes Kino beim Heigo Kurowski, shiny, Shundo, shiny, 100% Fluffeluff, Babyschatz. So, Benjamin hier noch ein shiny mitgenommen, Silvio, einfach hier drauf geschissen, weggewischt, 98. Silvio zeigt uns das, was ist das? Wer weiß, was das ist, der macht kurz Pause, schreibt es drunter oder hat schon weitergeblättert und hat es dann drunter geschrieben. Ich hab's gewusst, das sind die Schwänze vom wohin genau oder wo rein genau. Die stehen nämlich hier nebeneinander und das sieht halt immer so aus, als hätte das da Augen. Ne? Silvio zeigt uns in den letzten 8 Tagen, was er an Shinies bekommen hat, Dickter und den Rest. Eins auch aus der GBL, nämlich das Schlurp. Dann hat er endlich seinen Katagami zu Best Friends gemacht. Hier Level 50, Best Friend, Best Buddy, wo ist denn da die Schleife? Hat er auch, Cumulus, Farbigel Shiny, erster, zweiter, Farbigel Shiny, brr, wie der schaut, Cumulus. Wohin genau, noch dann Mobile, bei Domasan, rausgebrütet, nochmal Cumulus, Shiny Farbigel, Shiny Natu, Lenzart, 18 Sonderbonbons aus dem Raid geholt. Ho-Oh Duo mit Jenna, 43 Sekunden Restzeit, 122 Sekunden Regidrago Duo. Zum Glück hatte Baum lieber genug Bonbons für Gardevoir. Das war also auch gut zu zweit möglich, wie man sieht. Bei Chill mit Ramses wird der letzte Rest gefuttert. Zack, das ist mit... Sieht gut aus, würde ich auch essen. So. Ein Shiny bekommen, aber am kleinen Account nochmal Lenzhard mit dem Shiny Farbigel. Erst Foto gleich bekommen, Henry, Shiny Farbigel, Henry gerade per Raid bekommen, Knirfisch, Raids, Henry ist halt total verrückt. Endlich bekommen, Ho-Oh, Shiny, aber in der Winterlandschaft, sieht gut aus. Henry, genial, Monozyto, 100, Mega Groudon, oder hier auch Daryl Dixon genannt, im Duo Ho-Oh gemacht und natürlich auch ein Shundo Ho-Oh mitgenommen, aber sowas haben wir ja heute schon mal gesehen, ist also nicht so brutal, das tut mich nicht, das hätte ich auch gern. Baloo, Shiny Hopspross und Party Mandy, Smogon mitgenommen, dann ein Raupi auf der Bühne, Hannes hier bei Lipper, Shiny und Natu, Shiny. Und dann waren das die Highlights der Woche. Die Feuerwehrfrau habe ich jetzt rausgelassen. Die hat 2 Regidrago geschickt, aber die hatten ja jetzt nicht so gute IV. Und wir kommen zum Schocker der Woche. Und jetzt haltet euch fest. Denn der Schocker der Woche kommt diesmal von... Nicht schimpfen. Erstmal auf euch wirken lassen. Pokehunter. Heute mit meinem kleinen Lucky geworden und getauscht, vielleicht ja Schocker der Woche, ein legendäres 100er. Wie wir so viele in dieser Folge hatten. Ja gut, es ist ein legendäres 100er Glücks.
was ja eigentlich von der Chance her, wenn du also eins tauscht und das Mindest-IV hat bei einem Lucky Trade, eher 100 wird, als wenn du normal tauscht oder wenn du aus dem Raid 100er ziehst, ist schwieriger, als wenn du es tauscht. Und wenn du, ne, alles so, deswegen egal, aber so viele Leute haben noch nie einen Galavogel im Rauch gesehen oder gehabt. Wenn jemand eins hat, würde der das niemals abgeben. Wenn man selbst eins hat auf einem kleinen Account, dann tauscht man das rüber. Das ist so ein Tausch wie mit dem Relikant ungefähr. Relikant mega selten. Gibt so gut wie niemand ab, muss erstmal einen finden, der das abgibt. Das ist ein einmaliger Tausch im Leben, danach wird nie wieder getauscht sozusagen. Warum ist denn da jetzt was auf der Kamera? Danach wird nie wieder getauscht. Und du hast nur einmal diese Möglichkeit, diesen einen Tausch zu machen und der muss sitzen. Und der hat beim Relikant gesessen, der sitzt aber auch hier. Ja, das Relikant war noch shiny, aber der Tausch hat ja trotzdem die gleichen Chancen gehabt, nämlich einmalig. Deshalb sehe ich das über dem Relikant, weil es eben auch noch brutaler ist und vor allem auch nützlicher, mehr WP erreicht, du auch was damit machen kannst und Relikant halt einfach nur Relikant ist. An sich von den ganzen Wahrscheinlichkeiten und dem ganzen Zeug kommt es natürlich nicht an das 100% Shiny Fluffeluff aus dem Ei ran. Aber ich habe noch nie jemanden gesehen mit einem getauschten 100%igen Galaglücks-Dingsbums-Vogel und deswegen finde ich das so mega brutal. Ich habe schon Shiny hunderte Babys gesehen. Eigentlich von den Wahrscheinlichkeiten müsste das Baby hier der Schocker der Woche jetzt sein, aber das ist für mich gefühlt dann der Schocker des Monats. Und hebelt alles aus, deswegen auf mich wirkt das einfach richtig brutal. Ihr könnt eure Meinung ja mal reinschreiben, was für euch der Schocker der Woche war, ob das passt oder das Baby oder doch das Relikant. Das sind vielleicht die drei, die in Frage kommen würden, aber dann ist ja das und das Relikant gleich. Und dann sagt man, nee, aber Relikant ist ja noch shiny. Aber ob es shiny ist oder nicht, ist ja beim Tausch sowieso egal. Das sind zwei Sachen, die man einmalig tauscht und da muss es passen und da hat es bei beiden gepasst. Und schon hat das Fluffeluff wieder gewonnen. Das war's jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses, beziehungsweise bis heute Abend bei der Raid Mania, wenn ihr mich 18 Uhr einladet. Und ich hoffe, diesmal ging die Folge lang genug, dass der Lieblingstrack noch abgespielt wurde hier. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.